Und damit willkommen zu einem etwas anderen Video. Wie mittlerweile eigentlich jeder mitbekommen haben sollte, denn es war Thema bei Disney Illusion Island, Mario Odyssey, Splatoon 3 und Mario Kart 8, wo es sogar einen ganzen Part zu dem Thema gibt, habe ich mir eine neue Katze besorgt. Ihr Name ist Juno und sie wurde am 5. Mai 2023 geboren. Sie ist mittlerweile also 4,5 Monate alt und man könnte noch dazu sagen, dass sie taub ist. Man sagt ja weißen Katzen nach, weiße Katzen sind taub und Juno ist tatsächlich taub. Nichtsdestotrotz habe ich mich für sie entschieden, weil sie dennoch eine sehr süße Katze ist und ich wollte unbedingt wieder eine Katze haben. Ich habe sie von einer Klassenkameradin bekommen und mit meiner Mutter und meinem Bruder am 22.09. abgeholt. Zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos ist es ungefähr jetzt einen Tag her. Juno hat sich schon recht gut eingelebt. Und als wir dann mit ihr hier zu Hause ankamen, haben wir sie erstmal im Badezimmer rausgelassen, damit sie dann direkt weiß, wo das Katzenklo ist. Damit gab es zum Anfang ein paar Probleme, da sie leider nicht in ein Katzenklo mit Überdachung wollte. Meine Mutter wollte unbedingt eins mit Überdachung haben. Sie hat das Klo also am Anfang nicht angenommen und hat ihr erstes Geschäft erstmal bei sich im Kratzbaum verrichtet. Das haben wir dann erstmal weggewischt und ja. Dann habe ich erstmal gegoogelt, woran es liegen könnte, dass sie nicht aufs Katzenklo will. Und es lag tatsächlich an der Überdachung. Dann haben wir die Überdachung erstmal abgemacht und dann kein Problem. Seitdem nimmt sie das Klo auch an. Aber ansonsten gab es bis jetzt keine Probleme. Sie hat die Wohnung ganz neugierig erkundet, hat sofort ihr Fressen angenommen und erstmal ordentlich reingehauen. Wir haben auch etwas Milch für sie gekauft. Wir werden ihr jetzt eher wahrscheinlich Wasser geben, aber hin und wieder werden wir auch Milch gönnen. Das hat sie natürlich auch sofort weggeschlürft. Nachdem sie erstmal gesteckt war, hat sie dann die Wohnung weiter erkundet. Und auch erstmal ihr Spielzeug gefunden. Ihren Plüschseestern fand sie erstmal überhaupt nicht interessant. Aber ihre Angelleine fand sie erstmal sehr schön. Mit der hat sie jetzt auch bis jetzt immer gespielt. Ich habe ihr auch noch so ein paar Bälle gekauft. Die findet sie bis jetzt auch relativ langweilig. Also die ignoriert sie jetzt auch dauernd. Was sie auch langweilig findet, ist ihr Bett. Wir haben ihr extra ein Körbchen gekauft, was ursprünglich bei mir im Zimmer stehen sollte. Ursprünglich sollte sie auch bei mir im Zimmer schlafen. Aber weil ich dann die ganze Nacht die Tür aufhaben müsste, damit sie aufs Klo gehen kann oder was fressen, haben wir uns doch dafür entschieden, ihr Korb in den Flur zu stellen. Aber dennoch hat sie die erste Nacht also bei mir geschlafen, im Bett. Das war ein bisschen unbequem für mich, weil erst hat sie sich mitten aufs Bett gelegt, sodass ich nur eine Seite für mich hatte, anstatt wie immer in der Mitte zu liegen. Aber dann haben wir uns beide umgelegt, sodass ich in der Mitte lag und sie dann zwischen meinen Beinen. Da war aber dann das Problem, dass ich mich nicht in Ruhe umdrehen konnte. Als ich dann in der Nacht aufs Klo musste, ist sie mir auch hinterher gedackelt. Als wir dann wieder in Richtung mein Zimmer gegangen sind, habe ich mich erstmal schön auf die Seite gelegt, bevor sie sich hinlegt. Dann hat sie sich erstmal an mich rangekuschelt und dann auch die ganze Nacht da verbracht. Dann bin ich zwischendurch nochmal in der Nacht wach geworden, weil sie dann mit ihren Pfoten meinen Ellenbogen gepackt hat, also ohne Krallen, einfach nur... ja, mit den Händen, und meinen Ellenbogen abgeleckt hat. Das fand ich ganz schön niedlich eigentlich, obwohl es mich geweckt hat. Also ich hoffe, sie gewöhnt sich nicht dran, bei mir im Bett zu schlafen. Eigentlich habe ich damit ja gar kein Problem, aber ich würde schon gerne in Ruhe schlafen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, sie nimmt nochmal ihr Katzenbettchen an, wenn nicht, muss ich ihr halt ein neues kaufen oder so. Also bis jetzt schläft sie meistens auf dem Stuhl, den wir im Flur haben, oder der Küchenbank. Damit hat eigentlich auch niemand ein Problem, weil auf der Küchenbank sitzt eigentlich so gut wie nie jemand. Und auf dem Stuhl im Flur sitzt nur eigentlich ich, wenn ich mir die Schuhe anziehe, aber ist für mich eigentlich auch kein Problem so wirklich. Das war es jetzt eigentlich auch schon wieder von dem Video. Bis jetzt schläft sie die meiste Zeit oder ist am Fressen oder am Kuscheln mit mir. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten und immer mal wieder so ein kleines Update-Video machen oder in Let's Play-Parts darüber reden. So, das war's dann auch schon wieder von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben, was in die Kommentare schreiben oder abonnieren. Schaut euch auf jeden Fall auch noch meinen Let's Play-Parts an und ich sag dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!